Der Euro ging recht schwach in den Mai, denn zum einen schien der Handelskonflikt zwischen USA und China wieder aufzuflammen. Und mal ehrlich, wer hatte den noch so ganz akut auf dem Kurszettel, wo doch jetzt die Corona-Krise alles an Themen überlagerte. Aber dann setzte das Bundesverfassungsgericht sozusagen noch einen drauf und sagte, die QI-Programme der EZB von 2015 bis 2018 seien zum Teil verfassungswidrig, der Euro auf Talfahrt. Michael Blumenroth, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war eine Überraschung und vor allem die Begründung, weil die Bundesregierung und der Bundestag die Beschlüsse der Notenbank nicht geprüft hätten. Die Notenbank müsste vielleicht mehr darüber nachdenken, was sie da tut. Kam dieses Urteil zustande? Wie ordnet man das ein? Wie passt das zur Unabhängigkeit einer Notenbank? Ja, schönen guten Tag. Auch von mir, Frau Ehrhardt, ja, wie man das Urteil einordnet, der Markt hat da so sein Urteil gesprochen, wie Sie ja schon gerade angedeutet haben. Wie das zur Unabhängigkeit der EZB passt, ist Folgendes. Klar, die EZB ist unabhängig, genauso wie es ja auch die Bundesbank gewesen ist. Da hat ja auch gerade Deutschland sehr großen Wert drauf gelegt, als der Euro damals beschlossen wurde, dass die EZB genauso unabhängig agieren darf oder muss oder kann, wie es die Bundesbank getan hat. Das Problem jetzt ist natürlich aber auch, dass die EZB ähnlich wie die Bundesbank natürlich auch in einem rechtlichen Rahmen arbeitet oder tätig ist, den das Bundesverfassungsgericht da wohl etwas verletzt gesehen hat. Also es war der Ansicht gewesen, dass die EZB mit dem Staatsanleihe-Ankaufprogramm in dem Sinne kompetenzwidrig gehandelt hätte, dass sie dieses Staatsanleihe-Ankaufprogramm nicht hinreichend nach allen Auswirkungen untersucht hätte und das Ganze nicht hinreichend erläutert hätte. Also in dem Sinne, klar, die EZB ist unabhängig, wird darin immer unabhängig bleiben, aber das Bundesverfassungsgericht sah halt im Wirken der EZB einen Verstoß gegen das, was an Verträgen über der EZB drüber gestülpt ist. Da waren Klagen stattgegeben worden, die sich auf die Programme 2015 bis 2018 beziehen. Ende 2019 hat die EZB aber ein neues QI-Programm aufgelegt, das läuft noch. Was ist mit denen? Eine neue Klagewelle? Ja, es könnte natürlich durchaus passieren. Also diejenigen, die jetzt gegen das alte Programm von 2015 geklagt haben, können natürlich gegen das neue Programm auch von 2019 oder gerade jetzt von 2020 klagen, gegen gerade das Pandemic Emergency Purchase Program, das PEP, was ja jetzt auch gerade ganz neu aufgelegt wurde, um die Auswirkungen des Coronavirus oder die Auswirkungen des Coronavirus auf die Konjunktur zu mildern. Ist natürlich jetzt eine Brücke, die schnell geschlagen werden könnte, auch gerade da das Emittentenlimit bei dem PEP keine zwingende Anwendung findet. Allerdings ist auch hier natürlich dann die Frage, erstens, das Ganze würde sicherlich sich wieder ein paar Jahre hinziehen, bis eine Entscheidung getroffen werden wird. Und zum Zweiten denke ich mal, dass es im Moment für die EZB ein leichtes sein sollte, genau dieses Programm zu begründen mit den wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir in den Märkten sehen. Wir haben jetzt schon die ersten BIP-Daten gesehen, wir haben Konjunkturdaten gesehen, die für den April wirklich horrend schlecht sind und deswegen sollte das sicherlich recht leicht begründbar sein. Im Moment handeln alle Notenbanken rund um den Globus und zwar ganz schnell. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf 2015 bis 2018, vor der Corona-Krise, vor tiefen rezessiven Einschnitten, die wir erwarten müssen, was wäre die Alternative für die EZB gewesen? Alternativen wären jetzt zum Beispiel die Zinspolitik gewesen. Da hat die EZB ja auch die Zinsschraube schon in den negativen Bereich weit hinuntergeschraubt. Also ja, ist ja nur die Schweiz, die noch unter uns liegt, was die Negativzinsen momentan angeht. Ja, Alternativen wären schwer findbar gewesen. Also wenn man sich wirklich im Jahr 2015 zusammengesetzt hat und der Ansicht gewesen ist, dass deflationäre Tendenzen oder Probleme drohen würden für die Eurozone, dann ist es naheliegend, dieses QI-Programm gestartet zu haben. Alternativen gäbe es natürlich jetzt relativ wenig. Zinspolitik hat man einerseits, Staatsanleihen-Ankaufprogramme haben jetzt auch viele andere Länder übernommen. Gerade jetzt in den letzten Jahren ist zum Beispiel jetzt auch Neuseeland dazugekommen, Großbritannien hat es eine Zeit lang gemacht. Also wenn die EZB sich da wirklich dann die Argumente sammelt, die Pro und Kontras, die damals dafür gesprochen haben, das Programm aufzulegen, denke ich, dass auch das dann gerichtsfest sein würde in der nächsten, falls das Thema dann wiederum am Europäischen Gerichtshof aufs Tablett kommen würde.
Seit 2008, seit der Finanzkrise, stützen ganz viele Notenbanken ihre Volkswirtschaften, einfach weil sie es müssen. Und in der aktuellen Krise umso mehr. Die FED war erst mit großen, erstaunten Augen betrachtet worden, als sie schnell die Zinsen senkte, als sie die ersten massiven Programme auflegte, schneller und in größerem Umfang als die aller anderen Volkswirtschaften weltweit. Wenn jetzt eine Notenbank gesagt bekommt, wie ihr Handlungsspielraum zu sein hat, ist das ein Nachteil für die EZB, ein Nachteil für Europa, ein Nachteil für den Euro? Ja, also dann, wenn das wirklich der Fall wäre, dass jemand der EZB vorschreiben würde, was sie zu tun hätte, dann wäre das sicherlich ein Nachteil, weil das würde ja genau das Konstrukt der Unabhängigkeit in Frage stellen, das Sie gerade am Anfang erwähnt hatten. Auch gerade in den USA war das ja in den letzten Monaten auch ein Thema gewesen, weil der Präsident Donald Trump ja schon sehr stark darauf hingewirkt hatte, dass die FED die Zinsen senken würde, weil sie es dann schlussendlich aufgrund der Corona-Krise doch getan hat. Tendenziell wäre das natürlich dann ein Nachteil, wenn die Investoren Sorge haben. Ich denke mal, das Problem gestern und vielleicht auch heute noch ist, dass im Ausland das Ganze natürlich jetzt nicht in allen Auswirkungen auf Anhieb durchschaut wird. Da kennt man nicht die Verhältnisse hier in Deutschland. Bundesverfassungsgericht sagt vielleicht nichts. Es kommen Schlagzeilen über die Ticker, die tatsächlich nahelegen, dass das ein deutsches Gericht der EZB ihnen was verbieten würde. Das ist ja nicht der Fall. Also wenn die EZB innerhalb der nächsten 3 Monate in der Lage ist, zu erklären, warum sie genauso gehandelt hat, wie sie es gemacht hat, Pro und Kontras abwägt und auch die Auswirkungen auf die anderen Märkte darlegen kann, dann ist sicherlich der Handlungsspielraum der Notenbank weiterhin gegeben. Es ist einfach nur jetzt momentan vielleicht eine etwas überstürzte Handlung, gerade aus dem Ausland, weil für ausländische Investoren, denke ich, diese Gemengelage momentan ohne hinreichende Erklärung sehr schwer zu überblicken ist. Schon zu Wochenbeginn war der Euro so ein bisschen ins Wanken geraten, denn ein eigentlich überwunden geglaubtes Thema für den Moment, der Handelskonflikt zwischen China und den USA, war kurzzeitig wieder aufgeflammt. Die Sorge vor Zöllen war zurückgekehrt. Das hat sich wieder ein bisschen relativiert. Kann das nochmal ein Wahlkampfthema werden? Und wie beurteilt man bei Ihnen im Haus jetzt die Aussichten für den Euro zum Dollar? Ja, ein Wahlkampfthema könnte das sicherlich werden. Problem ist ja, 6 Monate haben wir noch, dann ist in den USA der Präsidentschaft Wahlkampf schon Geschichte. Und natürlich, wir werden im Laufe dieser Woche wahrscheinlich erschreckend schwache Daten vom Arbeitsmarkt in den USA sehen. Da werden neue Rekordminusstände gemeldet werden, was die Non-Farm Payrolls angeht, das Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal. USA auch auf Rekordniveau im negativen Bereich voraussichtlich. Bedeutet, Donald Trump braucht irgendwas, irgendeinen Sündenbock, auf den er das Ganze schieben kann. Und da bietet sich natürlich in irgendeiner Form China an, weil auch China natürlich immer noch von der US-Regierung beschuldet wird, beim Aufflammen des Coronavirus etwas zu zögerlich gehandelt zu haben, gerade was Informationen angeht. Also mutmaßlich ist es so, dass das Thema immer wieder hochköcheln wird, weil Donald Trump damit seine Anhänger mobilisieren möchte. Allerdings ist die Frage, ob er es wirklich zum Äußersten kommen lassen wollen würde. Ich denke nicht, dass er einen Konflikt mit China im Wahlkampf wirklich riskieren will. Vielleicht eher, dass er sich stillschweigend mit dem chinesischen Präsidenten stillschweigend, wie gesagt, darauf einigt, dass okay, ich habe Wahlkampf, ich muss ein bisschen auf die Pauke hauen, ich tue euch danach nicht mehr so weh. Werden wir mal sehen. Also momentan natürlich, das Thema ist jetzt wieder ein bisschen in die Kiste gehüpft, ist wieder reingedrängt worden von der US-Regierung, könnte aber jederzeit wieder aufflammen. Hausmeinung, was den Euro-Dollar angeht, da sind wir ja momentan in einer recht engen Handelsspanne, so ungefähr zwischen 1,0750, 1,10. Und in den nächsten Wochen ist nicht zu erwarten, vorausgesetzt, es passiert nichts wirklich Dramatisches an den Märkten, dass der Euro-Dollar sich davon groß wegbewegt. Hausmeinung ist bis zur Jahresmitte und vielleicht dann auch über die Jahresmitte bis zum Jahresende hinaus Richtung 1,10 Euro pro Dollar, wobei die Volatilität sicherlich mit der dem zunehmenden US-Präsidentschaftswahlkampf zunehmen wird. Okay. Michael Blumenroth, haben Sie vielen Dank. Ja, zwischen 1,0750 und 1,10 sieht die Deutsche Bank in den nächsten Monaten den Euro zum Dollar. Nicht eine allzu große Handelsspanne, wenn nicht signifikant was passiert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der EZB aus der Vergangenheit, aus den Jahren 2015 bis 2018, hat dem Devisenmarkt dann nochmal einen Dämpfer versetzt. Aber
Das ist ja jetzt bekannt und sozusagen erst einmal erledigt. Michael Blumroth sagte, wenn die EZB in den nächsten 3 Monaten erklären kann, warum sie so gehandelt hat, dürfte da eigentlich nichts passieren. Auch das Thema Handelskonflikt hat sich jetzt erst einmal wieder beruhigt. Und Michael Blumroth sagte, man wird sich da vielleicht so ein bisschen stillschweigend drauf einigen können. Und in einem halben Jahr ist das Thema Wahlkampf in den USA ja auch schon wieder Geschichte.